Gut, herzlichen Dank. Auch ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Anlass. Es freut mich sehr, heute den Einstieg übernehmen zu dürfen. Es freut mich natürlich insbesondere sehr stark, hier sein zu dürfen, weil ich ja eigentlich selbst ein Kind des Parkes bin. Gut, Disclaimer dazu, ich bin ein bisschen älter als Sie, 20 Jahre, war schon vorher da, aber dennoch freut es mich sehr, heute in der Biosphäre Entlebuch zu Ihnen sprechen zu dürfen. Das Papier, das ich Ihnen vorstellen möchte, es wurde bereits genannt. Es geht darum, sind die Schweizer Parke Modellregionen? Wir haben schon über die Konfliktsituation gesprochen. Den Konflikt, den wir uns anschauen möchten oder eben herausfinden möchten, ob es den Konflikt gibt oder nicht gibt, ist der zwischen Park und Landwirtschaft. Also gibt es für die Landwirte Vorteile oder Nachteile? Nochmals ganz kurz, es wurde bereits gesagt, ich bin heute stellvertretend hier für meinen Kollegen Christian Ritzel, der leider nicht da sein kann. Wir haben das Projekt damals, als ich noch bei Agroscope war, gestartet. Ich war dazwischen kurz bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung, jetzt am Institut für Wirtschaftspolitik in Luzern. Unser Motto ist Wirtschaftspolitik für alle. So viel kann ich dazu noch nicht sagen. Wenn Sie uns noch nicht kennen, dann ist das auch kein Problem. Wir sind noch in der Anfangsphase. Also wir bauen eigentlich erst noch auf und legen dann gegen Ende Jahr erst richtig los. Nun, ich habe es gesagt, wir haben das Projekt vor einiger Zeit bei Agroscope gestartet. Christian Ritzel hat das Projekt in den letzten Jahren vorwärts getrieben. Also dementsprechend bitte ich auch um Nachsicht, wenn ich nicht ganz auf jede Detailfrage antworten kann. Die Einstiegsfrage habe ich schon erwähnt. Wie haben wir das Ganze noch ein bisschen operationalisiert oder wie können wir die Forschungsfrage präzisieren? Es geht darum, rauszukriegen, welchen Effekt der Parkstatus hat. Das heißt, der Status als Park von nationaler Bedeutung. Wie wirkt der auf die unterschiedlichen ökonomischen Kennziffern der landwirtschaftlichen Betriebe im Park? Nun, wir können das runterbrechen auf zwei Hypothesen. Im Prinzip sind das einfach die beiden Möglichkeiten, die möglich sind. Also man kann sich einerseits vorstellen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe profitieren. Wie könnten sie das tun? Beispielsweise, weil sie vom Labeling profitieren, weil es ihnen Glaubwürdigkeit gibt, weil sie damit auch neue Absatzkanäle besser erschließen können. Die zweite Möglichkeit, ja, vielleicht gibt es aber auch einfach einen Konflikt. Vielleicht fühlen sich die landwirtschaftlichen Betriebe in irgendeiner Form in ihrem Tun eingeschränkt. Dann würde sich das eher negativ auf ihr Einkommen auswirken. Nun, ich habe das Projekt schon ganz kurz jetzt vorgestellt, die Forschungsfrage, die Hypothesen. Ich möchte kurz auf unsere Datengrundlage eingehen, wie wir die Frage angehen und dann auch mit welchen Methoden wir die Fragen eingehen. Ich möchte sagen, welche Perke wir anschauen, wobei Sie das schon bei den Ergebnissen entnehmen können, welche beiden Perke wir angeschaut haben. Und danach möchte ich zu den Schlussfolgerungen und zur Diskussion kommen. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist, wie man so schön sagt, Research in Progress. Also wir sind sehr gespannt darauf, was Sie auch dazu zu sagen haben. Wir haben viele Dinge, wo wir noch offene Fragen haben. Also wenn Sie Fragen haben, Inputs haben, nur zu. Sie können die gleich während der Präsentation einbringen oder natürlich auch am Ende der Präsentation, wie Sie möchten. Nun, die ganze Truppe, die von Agroscope kommt, kommt aus dem Bereich Sozioökonomie und Betriebswirtschaft. Das sind die Abteilungen bei Agroscope, die die ganze zentrale Auswertung der betriebswirtschaftlichen Daten der landwirtschaftlichen Betriebe in der Schweiz durchführen. Also das ist so, dass der Bund seit 40 Jahren Monitoring durchführt, weil er sich dafür interessiert, wie die Einkommenssituation der Betriebe aussieht und auch wie die Betriebsführung vonstatten geht. Auf diese Daten stützen wir uns hier. Wir schauen uns den Zeitraum 2003 bis 2019 an. Hier steht, wir haben zwei Stichproben. Es ist so, datenmäßig gibt es ständig Verbesserungen. Also die Erhebung von Agroscope wird immer besser.
Langfristig können Sie sich darüber freuen. Als Forscher hat uns das allerdings auch ein bisschen vor Herausforderung gestellt, weil was man eigentlich als Forscher nicht möchte, ist irgendwelche Brüche so mitten in der Datenreihe drin und Neudefinition von Variablen. Damit mussten wir in irgendeiner Form umgehen, aber dazu komme ich dann nachher auch gleich noch. Die Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass wir ein sogenanntes unbalanciertes Panel haben. Das heißt, die Betriebe machen typischerweise in der Stichprobe für einige Jahre mit. Irgendwann haben sie vielleicht genug davon, denken sich, ja, ich habe lange genug jetzt meine Bilanzen offengelegt, diesen Aufwand betrieben und steigen dann aus. Das führt dazu, dass wir damit irgendwie umgehen müssen und dazu komme ich dann bei der Methodenwahl auch noch. Was wir mit diesen Daten machen können, wir können die Betriebe geografisch verorten. Wir wissen, wo der Standort dieser Betriebe ist. Wir nehmen landwirtschaftliche Betriebe natürlich einerseits in den Pärken, andererseits wissen wir auch, welche Betriebe irgendwo in der Nähe von Pärken sind. Die werden wir danach als Kontrollgruppe verwenden. Zu den Daten muss ich noch sagen, wenn Sie interessiert sind an Durchschnittsbetrachtungen für die ganze Schweiz oder beispielsweise auch für Auswertungen, wie es den Betrieben im Tal geht, in den hügeligen Gebieten geht, dann sind Sie sehr gut bedient. Für dieses Vorhaben hier, wenn Sie sehr spezifisch reinzoomen und dann einzelne Perke anschauen, dann wird es mit der Beobachtungszahl, wie wir festgestellt haben, oft ein bisschen wackeliger. Nun, wir haben einerseits die Biosphäre Entlebuch ausgewählt. Das aus dem Zeitgrund, weil da die Daten verfügbar relativ gut war. Was wir brauchen ausreichend Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe, die im Park drin sind, die außen rum sind. Das finden wir hier mit gewissen Einschränkungen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Und der zweite Park, den wir ausgewählt haben, das ist der Naturpark Gantrisch. Wir schauen uns jeweils 5 Jahre vorher an, bevor der Park den Status als Park nationaler Bedeutung gekriegt hat und die 5 Jahre danach. Also wir wollen dann schauen, im Vergleich zur Situation vorher, welchen Einfluss hatte die Vergabe dieses Labels. Das heißt im Fall des Entlebuchs 5 Jahre vor 2008 und das heißt im Fall von Gantrisch 5 Jahre vor 2012 und die 5 Jahre danach. Wir schränken die Vergleichsgruppe zuerst so ein, dass wir einen Umkreis nehmen, in meinem Fall von 10 Kilometern, im anderen Fall von 20 Kilometern um den Park. Nun, ich kenne die lokale Geografie ein bisschen. Ich weiß, wenn Sie dann über Sürnberg rausgehen, 10 Kilometer hinter dem Prienzer Rothorn, da haben Sie ein bisschen eine andere Landschaft. Wir haben da noch andere Maßnahmen, wie wir mit dem akkurat umgehen können. Aber das ist so ein bisschen die Idee. Also wir nehmen die Betriebe im Park, vergleichen sie mit denen außerhalb. Was wir am liebsten hätten wir natürlich das Entlebuch geklont, zu einem Zeitpunkt, bevor es diesen Parkstatus noch nicht hatte, hätten dann im einen Fall den Parkstatus vergeben und im anderen Fall hätten wir das nicht vergeben und hätten dann verglichen, haben die sich unterschiedlich entwickelt. Da haben sich einige Probleme gestellt, hätten wir gerne gemacht, nur jetzt müssen wir andere Methoden auswählen, also irgendwelche ökonometrischen Methoden, um mit dem zurechtzukommen. Und das machen wir genau, indem wir so eine synthetische Kontrollgruppe bilden aus den landwirtschaftlichen Betrieben, die um die Perke herum sind. Wenn das gelingt, können wir sagen, wir haben hier keine Selektionsprobleme auf Stufe der Betriebe. Also was wir nicht möchten eigentlich ist, dass die Betriebe sagen, oh, da kommt dieses Park-Label. Ich glaube, ich verschiebe mich mal kurz aus dem Park, ich wandere ab oder dass sich die Betriebe aus der Region absagen, das ist toll, da kommt ein Label, also da wandern wir dahin, weil dann wissen wir am Ende nicht, liegt es am Label oder liegt es daran, dass sich die Betriebe anpassen. Dieses Problem, denken wir, sollten wir im Großen und Ganzen nicht haben. Also wir können auf Stufe der Betriebe sagen, dass die Vergabe der Labels exogen ist. In der Realität müssen wir das am Ende dann nochmals ein bisschen besprechen. Nun, wie bereits gesagt, wir interessieren uns für den kontrafaktischen Zustand. Wir würden ja gerne wissen, was wäre passiert, wenn die Perke dieses Label nicht gekriegt hätten und würden dann aus der Differenz gerne rauslesen, was der Effekt ist. Das Ganze nennt sich
läuft unter dem Titel Quasi. Quasi-Experiment, ganz einfach aus dem Grund, weil wir eben diese tolle Idee nicht verfolgen konnten mit Parke-Klonen. Deshalb müssen wir möglichst nah mit der Methode herankommen, was wir denken, was eigentlich möglich sein sollte. Wie sieht das in der technischen Umsetzung aus? Also wir haben zuerst das Problem, dass sich die Landwirtschaftsbetriebe ein bisschen verändern über die Zeit. Also das heißt, in der Stichprobe gibt es ein bisschen Anpassung. Mit dem müssen wir irgendwie umgehen. Da bilden wir ein sogenanntes Pseudopanel. Was heißt das? Wir haben die landwirtschaftlichen Betriebe eingeteilt nach verschiedenen Kriterien. Also sind sie in der Landregion zu finden, sind sie in der Hügelregion zu finden. Gleichzeitig kennen wir aus der zentralen Auswertung von Agroscope, um welchen Betriebstyp es sich handelt. Also beispielsweise ist es ein Betrieb, der vor allem Mutterkühe hat. Was wir dann gemacht haben, daraus haben wir so Zellen gebildet, Mutterkuhbetrieb im Land, und haben dann praktisch in der Zelle einen Durchschnittsbetrieb ermittelt. So konnten wir die Datenlücken auffüllen. Daraus haben wir dann eine sogenannte synthetische Kontrollgruppe gebildet. Auch dazu komme ich gleich noch. Was Sie vielleicht auch interessiert, welche Variablen schauen wir da eigentlich an? Also was sind die ökonomischen Outcome-Variablen, die uns interessieren? Wir schauen uns einerseits mal die Direktzahlungen an, die Direktzahlungen pro Hektar. Wir schauen uns das Verdienst an, Verdienst pro Familienjahr Arbeitskraft. Und dann schauen wir uns noch den Gesamtumsatz an, der Gesamtumsatz, der sich dann zusammensetzen kann aus Direktzahlungen, aber auch aus weiteren Beiträgen wie aus der Paralandwirtschaft, also beispielsweise das Geld, das aus dem Agrotourismus stammen könnte. Nun, ich habe vorhin gesagt, wir verwenden die Betriebe, die landwirtschaftlichen Betriebe, die um den Park herum zu finden sind. Wenn Sie 10 Kilometer vom Entlebuch wegfahren, dann haben Sie teilweise eine ganz unterschiedliche Landschaft. Was wir des Weiteren tun müssen, wir müssen also versuchen, so ein möglichst künstliches Entlebuch oder auch eine künstliche Region Gantisch zu bilden. Wie machen wir das? Wir schauen uns die einzelnen Betriebe an, sowohl die, die wir im Park drin haben und die, die wir außerhalb haben. Dann haben wir unterschiedliche Variablen, die wir messen können. Die Zielgrößen sind beispielsweise die Direktzahlungen. Dazu kommen etwa Variablen zum Alter des Betriebsleiters oder der Betriebsleiterin, die Ausbildung, die die Person hatte, die den Betrieb leitet, produziert der Betrieb bio oder produziert er konventionell, dann mit den unterschiedlichsten Variablen. Wir können also versuchen, aus diesen Betrieben, die wir außerhalb haben, praktisch einen Durchschnitt zu bilden, der möglichst ähnlich ist wie das Entlebuch. Nun, was heißt das, wenn wir das versuchen? Was Sie hier haben, sind 11 verschiedene Kontrolleinheiten. Die bilden sich aus den verschiedenen Kombinationen der Variablen, die wir da eingesetzt haben. Und was Sie hier haben, ist die Gewichtung, also praktisch die Bauanleitung für das synthetische Entlebuch. Was uns das hier sagen würde, diese 24 oder diese 24,7%, das würde heißen, wenn wir das Entlebuch nachbauen müssen, dann müssten wir zu 24% Milchviehbetriebe nehmen, die in der Region Thal liegen. Nun kann man sich fragen, wie gut gelingt die ganze Übung? Und dazu können wir wieder die einzelnen Ausprägungen anschauen. Sie haben links haben Sie das Entlebuch, also die effektiven Zahlen. Wenn Sie die Durchschnittszahlen anschauen für das Entlebuch, beispielsweise Direktzahlungen pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in Schweizer Franken, 3.089. Wenn Sie die Vergleichsgruppe anschauen, also wir kommen da relativ gut hin. Das liegt relativ nahe dran. So sieht es bei praktisch allen Variablen aus. Da, wo es nicht ganz so gut stimmt, ist hier beim Bioanteil. Offenbar ist der Bioproduktionsanteil im Entlebuch ein bisschen höher als außerhalb der Biosphäre. Nun, was wir haben möchten, ist das Entlebuch und einmal das künstliche Entlebuch, das, bevor das Entlebuch den Status als Park bekommt, relativ ähnlich aussieht. Deshalb ist das hier auch Absicht,
dass die beiden Linien hier ziemlich ähnlich aussehen. Ich habe hier einfach mal die Direktzahlungen aufgetragen. Das machen wir für alle drei Variablen schlussendlich, die wir anschauen. Ja, was sehen wir? Wir sehen, dass tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo das Entlebuch diesen Status hat, als Park, die beiden Kurven auseinandergehen. Was ein bisschen überraschend ist, dass eigentlich hier bei der Vergleichsgruppe, beim synthetischen Entlebuch, so eine hohe Varianz drin ist. Da wissen wir auch nicht ganz genau, woher das kommt. Es ist sehr überraschend, dass wir gerade hier so einen Knick drin haben. Wenn von Ihnen jemand eine gute Idee hat, wie das zustande kommt, die Hinweise nehmen wir gerne entgegen. Was wir sehen, die Schere öffnet sich so ein bisschen. Gut, das Ganze können wir nicht nur grafisch darstellen, sondern wir können uns das Ganze auch ökonometrisch anschauen. Und den Effekt dieser die Einführung des Parkstatus, die sehen Sie in der ersten Zeile hier abgetragen. Das heißt, im ersten Fall, was wir hier haben, ist wiederum der Ertrag oder sind die Direktzahlungen pro Hektare landwirtschaftliche Nutzflächen. Hier die Differenz in Schweizer Franken. Und wir sehen, dass wir hier eine klare Differenz haben, die ist offenbar statistisch signifikant. Die Direktzahlungen sind um knapp 250 Franken höher im Entlebuch, als wenn wir die Vergleichsgruppe anschauen. Wenn wir weitergehen, schauen, wie sieht es mit dem Verdienst pro Familienmitglied aus, sehen wir, ja, eigentlich haben wir einen positiven Effekt, der aber nicht wirklich signifikant wird. Das würde an sich auch passen oder wäre auch ein erfreuliches Ergebnis, wenn tatsächlich der Verdienst hochgehen würde. Man soll allerdings den Bogen nicht überspannen, wenn man sieht, dass Variablen nicht signifikant sind. Woran liegt es? Es könnte daran liegen, dass ganz einfach auch in der Vergleichsgruppe offenbar die Varianz bei den Einkommen relativ hoch ist. Auch wenn Sie dazu Interpretationsvorschläge haben, die nehmen wir gerne entgegen. Schlussendlich noch der Umsatz pro Hektar. Auch der fällt positiv aus, allerdings nicht signifikant. Und was jetzt eigentlich interessant ist, wenn wir die beiden vergleichen, wir haben einerseits die Direktzahlungen, die ja hier auch einfließen, dann sehen wir bei den Direktzahlungen eine Zunahme. Erträge aus den Direktzahlungen, aber im Gesamtumsatz können wir nicht wirklich statistisch sagen, dass wir eine Zunahme haben. Also, wenn wir uns auf die Zahlen verlassen könnten, müsse die logische Folgerung daraus sein, dass andere Ertragsbestandteile eher zurückgegangen wären. Nun, wir können das Ganze auch für den Naturpark Gantrisch machen. Wir sehen da genau einen gegenteiligen Effekt, bei Direktzahlungen negatives Vorzeichen. Die scheinen relativ zur Vergleichsgruppe zurückzugehen. Und das Gleiche sehen wir auch beim Verdienst je Familienarbeitskraft. Gleichzeitig sehen wir hier jetzt aber eine Umsatzzunahme. Also um 671 Franken pro Hektar. Und das ist eigentlich schon interessant, dass wir hier genau das umgekehrte Resultat haben und das, obwohl offenbar der Ertrag aus den Direktzahlungen auch zurückgegangen wäre. Wir haben noch einige andere Variablen angeschaut, sind auch auf einige unterschiedliche Herausforderungen gestoßen. Wir hätten auch gerne noch ein bisschen fokussiert etwa auf die Erträge, die aus dem Tourismus kommen, da hatten wir unterschiedliche Probleme bei den Daten. Deshalb habe ich jetzt hier die wichtigsten Resultate gezeigt. Also ich fasse die zusammen. Wir haben aufgrund von dem, was ich gezeigt habe, nicht so ein klares Bild, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Wir sehen so eine Zunahme im Entlebuch bei den Direktzahlen, Gantrisch bei den Umsätzen insgesamt. Insgesamt sehen wir aber sehr wechselhafte Resultate. Insbesondere wenn wir da noch die weiteren anschauen würden, die ich hier jetzt nicht gezeigt habe. Also, wir können wenigstens auf Gesamtebene sagen, wir haben keinen klaren Indikator, dass der Durchschnitt aller Betriebe massiv profitiert hätte. Wir können auch nicht das Gegenteil sagen. Nun, woran kann das liegen? Natürlich kann man die unterschiedlichen Bestandteile der Methodik diskutieren.
beispielsweise die Bildung der Kontrollgruppen mit diesen Betrieben, die außerhalb des Parkperimeters liegen. Möglicherweise kann man das verfeinern. Möglicherweise kann man das Matching auf diese Daten, die wir verwendet haben, noch ein bisschen präzisieren. Und was möglicherweise auch interessant wäre, nicht nur über die Durchschnittseffekte zu sprechen, sondern ein bisschen genauer zu schauen, ja, haben wir denn bestimmte Betriebsformen, die eben profitiert haben und andere, die nicht profitiert haben. Es gibt unterschiedliche Gründe, wieso wir das jetzt noch nicht gemacht haben. Der Hauptgrund ist natürlich immer, wenn man es präzise anschauen möchte, braucht man mehr Daten dafür. Eine andere Frage ist, gibt es Antizipationseffekte? Unser erster Eindruck war, kurz vor gibt es das nicht. Also nicht so, dass die Betriebe in den Perken schon, bevor der Status kam, sich massiv angepasst haben. Was natürlich nicht auszuschließen wäre, ist, dass wenn wir etwa das Entlebuch anschauen, das Label als UNESCO-Biosphäre, das kam wesentlich vorher. Was es heißen könnte, ist ganz einfach, dass das in der Vermarktung wesentlich wichtiger war als am Ende der Status als Park von nationaler Bedeutung. Gut, damit wäre ich am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und nehme gerne Feedback entgegen.